Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mittelerde, Schatten des Krieges. Beim letzten Mal haben wir Isildur bekämpft und ja, noch mehr Missionen aus dem Bereich Story mit Eltariel abgeschlossen und dieses Mal kümmern wir uns, glaube ich, um die vorletzte Eltariel-Mission und vielleicht auch um die letzte und damit vielleicht auch das Ende dieses Spiels. Mal gucken. Kein Zurück mehr. Du bist dabei, den letzten Kampf um die Vorherrschaft über Mordor anzutreten. Der Herrscher und die Welt selbst werden danach nie wieder dieselbe sein. Bevor du diesen Auftrag angehst, solltest du sicherstellen, dass du die Story-Aufträge von Eltariel, Bruce, Kanan sowie Idril und Baranor erkundet hast. Habe ich. Ich habe alles Story-Relevante beendet. Deswegen auf zur Mission der Helle Herrscher. Auf nach Mordor. Akt 3. Schatten und Flamme. Talion. Dies ist dein Schicksal. Isildur wartet. Wir bringen den Krieg zu ihnen. Wir haben zwar die Festungen Mordors erobert, doch noch gehört es nicht uns. Saurons Armee nähert sich, bereit, uns allesamt zu vernichten. Doch wir werden nicht in seinem Bann sterben. Wir sind keine Diener des dunklen Herrn. Wir ziehen wacker in die Schlacht und machen dieses Land zu unserem. Ihr kämpft für Mordor. Ihr kämpft für den hellen Herrscher. Siege Saurons Armee. Beschuss sicher. Das Schicksal führt dich her. In meine Fänge. Die dunkle Flamme wird dich verbrennen. Och, hier wird's langweilig. So, bumm. Erstmal die Hälfte von euch abfackeln. Kann ich dich rekrutieren? Du schließt dich mir an. Ich verweigere mich, heller Herrscher. Schade. Wäre so witzig gewesen. Dann beschäme ich dich. Stufenabstieg. Er hat ihn gerade vertrieben? Ja. Und tot. Wie hast du so weit geschafft? Wieso bist du nicht schon tot? Schrack, ich hätte dich erledigen sollen. Ach, das werde ich jetzt nachholen. Besser spät als nie, was? Ja! Okay.
So, und stirb. Soll ich mich hinlegen und sterben? Du zuerst! Trotzdem tot, das kann doch nicht wahr sein. So, boom, Headshot. Arschloch. Deine Armee kämpft wacker für Orks. Sie tun, was getan werden muss, auf ihre Art. Waldläufer! Wenn man jemanden richtig aufspießen will, muss man es wohl selbst erledigen. Haltet doch euer dummes Maul. Legen wir es jetzt zu Ende. Ich werde euch erstmal alle abfackeln. So. Dann töte ich deinen Karagor. Verprügel dich, wenn du hier auf dem Boden liegst. Eltariel, hilf den Orks! Hätte nie gedacht, das mal zu hören. Das wurde auf höchste Zeit. Wie passend, dass wir uns in der letzten Schlacht gegenüberstehen. Ich werde dein Ende sein. Und ich bin es sehr gerne. Furchtbar Hinrichtung. What the fuck? So, tot. Nun endet es also zwischen uns. Du hättest wissen müssen, dass es nicht länger währen kann. Es war klar, dass ich dich letztendlich richten würde. Ja. Du bist tot. Ungeschickter Narr! Komm, ich beschäme dich jetzt mal. So wurde ich denn halt los. Nein. So, und ich beschäme mich jetzt auch. Dann werde ich die schneller los. So werde ich die halt schneller los. Deine Zeit ist gekommen, Talion. Deine Taten haben dich hierher geführt. Wir sind einander in Bruderschaft verbunden. Dies ist das Schicksal von Königen und Menschen. Es wird nicht das meine sein. So, Isildur wird jetzt mal geelfenkräftet. Weißt du, porten kann ich mich auch. Problem ist, ich komme hier gerade gar nicht klar wegen der Orks, die hier überall rumstehen. Dein
Reise ist zu Ende, Elbenherr. Es ist vollbracht. Ich glaube, du hast auch. Du starbst und er erweckte dich. Du weißt es. Du weißt es. So. Hey, einmal, dass er nicht den Falschen anvisiert. Krass. Du wirst mir auf ewig dienen. Nein. Also nicht nein wegen der Story, sondern... Das war doch Oliver Stritzel, der das gesprochen hat. Der Sprecher von Jin. Du bist mein. Das kann ich nicht zulassen. Isildur, ich erlöse dich. Ja, und jetzt wird Talion zum nächsten Nasgul. Tod. Es oblag nicht dir, ihn zu erlösen. Und dir nicht, ihn zu versklaven. Er tat mehr als das. Ihr bracht Saurons Macht. Ihr habt ihn beherrscht. Und ich werde auch Sauron beherrschen. Seine Armee wird mir gehören. Wir sollen Sauron zerstören. Sauron kann nicht zerstört werden. Celebrimbor hat recht. Wir kämpfen und kämpfen, doch das Böse kehrt immer zurück. Talion, wir können es beenden. Mordor muss ins Licht zurückgeführt werden. Nicht in die Dunkelheit. Ich tausche nicht einen dunklen Herrn für den nächsten. Das ist nicht das Ende, für das ich gekämpft habe. Aber du kämpfst diesen Kampf nicht allein. Nein, tut er nicht. Es geht hier nicht um deine Rache. Oder meine. Es geht darum, die Ordnung in Mordor wiederherzustellen. In ganz Mittelerde. Das Ende, für das du gekämpft hast. Du bist nur ein Gefäß. Und es gibt noch andere. Oh.
Lady Galadriel schickte dich nicht ohne Grund. Gemeinsam können wir Sauron in die Knie zwingen. Wir beenden, was unser Volk begann. Vor so langer Zeit. Unsere Opfer sind nicht umsonst. Das ist der einzige Weg. Sieh dir deine Zukunft an. Ein heller Herrscher statt eines dunklen. Du armseliger Mann. Ich gab dir die Sicht und dennoch siehst du nicht. Du zeigtest mir ein Schicksal ohne Ausweg. Du irrst dich. Als du und Celebrimbor einen neuen Ring der Macht erschufst, sah ich, wo dein Pfad endet. Im Gefecht mit Sauron auf den Zinnen von Barad-dûr. Und du gewannst. Sauron wurde versklavt und der helle Herrscher trat an seine Stelle. Die Armeen Mordors marschierten unter seinem Banner. Und Mittelerde fiel ihm anheim. Das ist die Zukunft, gegen die ich kämpfte. Die du verhindert hast. Denn du sahst Celebrimbor als das, was er ist. Nein. Dein Krieg ist nicht vorüber, Talion. Ob nun ein heller oder dunkler Herrscher in Barad-dûr regiert. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Oder ganz Mittelerde wird fallen. Minas Morgul. Ja. Von dort aus kannst du Mordor Einhalt gebieten. Weh. Der Ring ist fort. Ich fragte dich einst, wie viel bist du bereit zu opfern? Öffne die Augen. Die Augen.
solange ich noch atmen kann, gehört mein Schicksal mir. Errungenschaft, Licht in der Dunkelheit. War das gerade einer der Ringe der Macht? Einer der neun? Vermutlich Isildur, war? Völlig verrückt sein. Das ist Minas Morgul und du bist ein Mann. Ich bin einer. Doch wir sind viele. Erobere Minas Morgul. Jawohl. Ich hab euch schon mal. Errungenschaft eiserner Krieger. Gut, aber wir erobern es erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.